Mein Gott, wie viele Leute zu so früher Stunde. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist der 25. März 2023 und bei ganz vielen Freizeitparkfans ist dieser Tag im Kalender ganz, ganz dick angestrichen. Denn liebe Gäste, heute ist es soweit. Nach einer gefühlt ewigen Winterpause eröffnet heute endlich wieder der Europapark zur Sommersaison 2023. Und eins, liebe Gäste, das verrate ich euch gleich vorweg. Noch bevor sich die Tore des Europaparks gleich öffnen, kommt die Familie Mack zu uns mit ganz, ganz, ganz besonderen und sehr persönlichen Geschenken. Es sei erstmal nur so viel verraten, ihr habt nachher alle die Chance, einen Insider-Einblick zu bekommen oder einen unvergesslichen Moment mit der Familie Mack. Tolle Sachpreise haben wir auch noch dabei. Es gibt Tickets für den SC Freiburg, Freikarten und zwei von euch, die übernachten demnächst auf unsere Einladung im Europapark Hotel Resort. Seid da also sehr gespannt drauf. Und ich kann euch sagen, alle Mitarbeiter stehen schon hier hinten im Haupteingang und die können es kaum erwarten, dass ihr alle wieder da seid. Ihr kennt sie vielleicht noch als Kajani und Finn aus dem Musical Rolantica. Es sind Ornella DeSantis und Daniel Johnson. Sie möchten uns heute auf den tollsten Tag des Jahres einstimmen. Und das geht natürlich am besten mit dem jetzt folgenden Song. Liebe Gäste, klatscht mal mächtig in die Hände. Macht mal ordentlich Lärm. Natürlich auch öfters wieder bei uns im Europapark
sehen. Ja, und bevor der Europapark nun gleich seine Tore öffnet zur 49. Saison, ich habe es ja schon angekündigt, ist natürlich die Familie Mack bei uns und auch der Bürgermeister von Rouge, Herr Klare, ist heute bei uns. Und an die darf ich jetzt gleich übergeben zur Eröffnung, bevor es dann zum großen Gewinnspiel geht, wo ihr alle noch großartige Preise abräumen könnt. Also, wenn wir gerade schon laut geklatscht haben, dann müssen wir jetzt absolut und völlig ausflippen. Bitte begrüßt hier Roland Mack! Dieser Europapark kein anonymes Unternehmen ist, sondern ein Gesicht hinter dieser Unternehmung steht. Und ich glaube, das schafft Vertrauen bei Ihnen, bei Ihren Kindern, Familien, aber es schafft auch Vertrauen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Empfang. Und Sie sind ja heute Morgen schon vor 7 Uhr hier in die Position gestiegen. Weil wir das fast geahnt haben, haben wir auch dieses Mal jetzt Bälle genommen, dass auch die, die weiter zurück sind, auch die Chance haben, etwas zu gewinnen. Also nochmals ein herzliches Dankeschön, nicht nur, dass Sie heute da sind. Die Sonne kommt auch zum Frühlingsstart und der Europapark ist hervorragend vorbereitet, wie Sie es auch von ihm erwarten können. Es ist alles geschnickt, geputzt, gestrichen. Der TÜV war mehrere Wochen bei uns und hat alle Anlagen auf technische Sicherheit überprüft. Auch das ist etwas, was Sie wissen dürfen, dass es uns auch um die Sicherheit unserer Gäste sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wir haben hier ganz internationale Gäste. Wenn ich so die Jahresanalyse anschaue, dann glaube ich, kommen wir auf über 60 Nationen, die diesen Europapark im Jahr besuchen. Also, grüß Sie miteinander. Bonjour. Bonjour. Hoi. Bonjour, das sind Hoi. Moin. Das gehört nach Norddeutschland, oder? Ja, und der Park ist nicht nur bei seinen Mitarbeitern und Künstlern so international, sondern auch bei den Gästen. Ich glaube, wir werden unserem Namen wirklich auch insofern gerecht, dass wir ein internationales Publikum haben, dass wir Familien aus ganz Europa hier bei uns zu Gast haben. Und ich freue mich immer wieder, auch wenn ich in Ihre lachenden Gesichter heute Morgen gucke, auch wenn die Sonne und die Temperaturen im Moment nicht so gut sind, wie wir es gerne hätten. Aber Sie wissen ja, der Sommer kommt ganz bestimmt und hier in Ruß, in Südbaden insbesondere. Viele Neuheiten, Liechtensteiner Themenbereich, den Baubeginn von unserer großen Achterbahn mit dem kroatischen Themenbereich, viele Shows überarbeitet. Die Fahrt auf dem See ist mittlerweile hübscher geworden, neue Boote integriert und hat nochmal einen richtigen Satz nach vorne genommen. Also wir bleiben nicht stehen, wenn wir der Meinung sind, wir können es noch besser machen, als wir es im ersten Anlauf getan haben. Wir haben in der Märchenallee ein wunderbares, süßes Kino für die Kinder. Wir haben im Traumzeitraum einen tollen Film über Kroatien gemacht, im 360-Grad-Blick. Schauen Sie sich diesmal an, dann wissen Sie eigentlich, wie schön Europa ist, wie schön die Länder in Europa sein können. Und das alles erlebt man hier bei uns im Europapark. Adrenalin ist auch am Start, haben Sie bereits gelesen. Es ist ein innovatives Restaurantkonzept, was wirklich große Wellen schlägt. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn Sie mal was ganz Besonderes machen wollen, buchen Sie mal mit Ihrer Liebsten, mit Ihrer Familie Adrenalin. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, auch wenn die Temperaturen heute nicht so sind. Aber Sie sind ja alle gut gekleidet, schlechtes Wetter gibt es nicht, nur falsche Kleidung.
Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für die Treue. 49. Saison und ja, ich war immer dabei. Ist ja heute auch nicht mehr wirklich so modern, wenn man so lange in der Firma bleibt. Die kriegen mich einfach nicht vom Hof, weil ich zu viel weiß und ich ihnen es noch besser machen will, wie sie es einfach erwarten. In diesem Sinne, einen schönen Tag, danke für die Treue, vielen Dank, dass Sie auch heute da sind. Es werden 18.000 Besucher erwartet heute und ich wünsche Ihnen angenehme Stunden. Kommen Sie auch mal im Laufe der Saison, es sind tolle Veranstaltungen geplant. Und jetzt darf ich das Wort unserem Bürgermeister Dr. Klare geben. Ich finde es schön, dass der Bürgermeister sich auch hier bei dieser Eröffnung zeigt und die Verbundenheit des Europaparks und der Gemeinde Rust. Wir sitzen ja alle in einem Boot und es gibt ja auch sehr viele Betten, Gastronomiebetriebe im Ort und der Ort wird immer schöner. Also es ist ein echtes Erlebnis und das hat die Gemeinde Rust erkannt, hat der Bürgermeister erkannt und deshalb ist es auch eine Ehre, Herr Dr. Klare, dass Sie jeden mal zum Saisonstart dabei sind und zeigen, wie das Verhältnis der Familien macht, des Europaparks der Gemeinde Rust sind. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Mann, liebe Freundinnen und Freunde des Europaparks. Herzlich willkommen zur Saisoneröffnung 2023. Herzlich willkommen in Rust. Schön, Sie alle hier zu sehen. So lange Zeit haben wir die Menschen nicht so in dieser riesig großen Menge hier haben dürfen. Und jetzt sind Sie alle da und freuen sich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Europaparks Sie wieder verzaubern können. Und meine Damen und Herren, glauben Sie mir, Rust ist mittlerweile ein internationales Dorf. Wir haben hier Künstlerinnen und Künstler aus aller Herren Länder. Wir sind ein Ort des Friedens und der Freiheit mitten in Europa. Und wir wollen Ihnen hier, wenn Sie hier sind, eine schöne und unbeschwerte Zeit machen. Deswegen freuen wir uns, dass Sie jedes Jahr wieder hier sind, dass Sie so treue Gäste sind. Und wir wünschen jetzt einfach eins, eine wunderschöne und unvergessliche Zeit im Europapark und hier in Rust. Dankeschön, dass Sie da sind. Der Bürgermeister kann man doch als Marketingchef gebrauchen, oder? Gut gemacht, wir haben gar kein Wort über Rulantica verloren. Wir vergessen es immer wieder, weil wir so auf Europapark gebrandet sind. Aber auch dort hat sich viel getan. Wir haben kräftig investiert in einen neuen Rutschenturm mit 8 tollen Speedrutschen, der längsten Speedrutschenanlage in Europa. Die Rutschen kommen aus Kanada. Vom Top-Hersteller, it's the best of the best. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, auch diese Anlage mal zu schauen. Wir haben im Rulantica weitere Expansionspläne. Wir sind kräftig dabei, Fehler zu beheben, Dinge neu zu entwickeln und es Ihnen noch angenehmer zu machen. Was mich freut, interessiert Sie vielleicht, dass die Bewertung von Rulantica den gleichen Wert erreicht im Mittel, im arithmetischen Mittel, wie der Europapark. Also der Bundeskanzler in der SPD, Herr Klare, Sie mögen es mir verzeihen, der erreicht 1,5. Der Europapark erreicht bei seinen Fans 4,6. So, jetzt geht's an die Preise. Wir haben tolle Preise in uns ausgelobt, was wir alles haben. Genau, Herr Mark, großartige Preise sind mit dabei. Wollen wir dann gleich mal durchstarten? Wer gleich einen Ball fängt, liebe Gäste, der sollte bis spätestens 12 Uhr an die Info am Haupteingang und den großartigen Preis ankündigen. Und da würde ich sagen, wir starten mit Jürgen Mark und einer VIP-Fahrt im Voletarium. Hier fliegt der Ball und wer den fängt, bitte kommen Sie nach vorne. Ich mache die Kommentatur von der Seite. Was versteht man unter einer VIP-Fahrt? Das ist immer erklärt. Oh, da müssen Sie auch. Da kommt er. Und als nächstes haben wir Ann-Kathrin Mack mit der Fahrt auf Blue Fire. Hier kommt der Ball. Oh.
Österreich Max dahinter. Thomas Mack haben wir als nächstes und mit ihm geht es auf den Corpor Coaster, eine Exklusivfahrt mit Thomas Mack. Da geht es einmal nach links, perfekt, und wir machen weiter mit Michael Mack. Mit ihm geht es zum Virtual Reality Ride You'll Be Pro. Und hier kommt der Ball. Perfekt gefahren, bitte unbedingt am Haupteingang melden für diesen spektakulären Preis. Und mit Frederik Mack geht es zu unserer neuen Eisshow Galaxia. Und hier kommt der Ball dazu. Wunderbar. Und das war der Besuch in unserer neuen Eisshow. Es geht in die Eisshow mit Frederik. Und jetzt wollen wir noch ins Europaparkstadion zum SC Freiburg. So, Herr Mack schmeißt in Richtung Fankurve. Wunderbar, da geht es zum SC Freiburg und wir haben sie angekündigt, eine Übernachtung im Hotelresort gibt es auch noch. Da brauchen wir auch noch einen Flockball. Da kommt er. Eine Übernachtung für zwei Personen im Hotelresort, da geht's hin. Wow. Und jetzt alle restlichen Bälle, die ganze Familie Mack darf schmeißen, die Kids und alle, die da sind. Es gibt jede Menge Sonderpreise, Freikarten, Souvenirs, alles Mögliche, was jetzt kommt, ist eine große Überraschung. Bitte bis 12 Uhr. Herr Bürgermeister, selbstverständlich, bitte. So wissen liebe Gäste gleich auf. Hier kommt noch einer direkt von der Mitte. Ups! Und wunderbar! Natürlich gehen die Fahnen hoch. Ich habe erst gedacht, mit, aber ich glaube, wir können es riskieren. Der Sturm ist nicht so groß. Also machen wir die traditionelle Fahnenlesung zum Saisonstart 2023, die 49. Saison. Yeah.
der High Five. Hey.